So, dann habe ich mir mal wieder die Höhle der Löwen angesehen und da habe ich was Geiles gefunden. Und zwar, da hat eine junge Dame einen Online-Flohmarkt für Möbel präsentiert. Ja? Man kann da, und jetzt halten Sie sich fest, wie bei eBay seine alten Möbel online auf eine Plattform stellen und die dann verkaufen. Wie bei eBay. Also, wie bei eBay. Und da habe ich mir gedacht, endlich kommt da mal einer drauf. Außer eBay. Ne? Und was willst du mehr? Der Laden brummt. Und wie viel Umsatz machst du, dass du uns vielleicht noch mal ein bisschen durch die Zahlen begleitest, dass wir auch so ein bisschen da mal Background-Informationen bekommen, bitte? Also wir machen momentan gerade, haben wir bisher einen Umsatz gemacht von knapp 50 Euro. Scheiß die Wand an! 50 Euro! Ich glaube, Maschmeyer weiß noch nicht mal, was 50 Euro sind. Der denkt, die Scheine gehen ab 100 los. 50 Euro. Wolfgang, das sind 100 Mark. Oder um in deiner Welt zu bleiben, 2 Millionen Reichsmark. Das ist so viel Geld. Damals. So, und das ist ja auch noch nicht alles, denn die Zahlen werden immer besser. Aber wir haben alleine gestern, an diesem einen Tag, 1 Euro verdient. Ich weiß, ich sag gerade 1 Euro, I know, aber wenn Sie das mal ins Verhältnis setzen, ich sage Ihnen gerade 50 Euro mit Werbung in diesen Monaten und jetzt aber direkt 1 Euro am Tag. 1 Euro? Nein, doch. Wie rastet die beiden? Kennt ihr die Preise in Deutschland? Kennt sie ungefähr den Mietspiegel in München? Hat die da eine ungefähre Ahnung von? Für 1 Euro kriegst du da nichts. 1 Euro am Tag verdienen. Ich glaube, da verdienst du mehr, wenn du fürs Pfandsammeln nicht aufstehst, einfach liegen bleibst und wartest, dass einer Pfand neben dir verliert. Ich glaube, es ist unmöglich, nicht 1 Euro am Tag zu verdienen. Aus Zufall. Ich glaube, du wirst eher von 1 Euro erschlagen. So, jetzt kommt's aber. Halten Sie sich fest, die Dame hat nämlich einen Deal bekommen. Die hat einen Deal mit nach Hause genommen, also zuerst. Dann aber wieder nicht, weil im Anschluss an die Sendung hat die Löwin Dagmar Wörl dann das hier getwittert. Ich wollte sie nicht ohne Deal gehen lassen. Bei den späteren Gesprächen hat sich aber gezeigt, dass wir in einigen Punkten zu weit auseinander lagen, sodass wir uns in beiderseitigem Einverständnis gegen einen Einstieg entschieden haben. Ja, wo lagt ihr denn auseinander? Ich schätze mal bei der Währung. Ja. Deshalb jetzt mein Angebot. Liebe junge Dame, ich kaufe dir dein Unternehmen ab. Mein Angebot, ich zahle dir 2 Euro pro Tag für den ganzen Monat. Das ist mein Angebot. Sondern natürlich viel besser mit Geld umgehen können die Geissens. Aber alles Geld der Welt hilft nicht. Wenn plötzlich der geliebte Vierbeiner verschwindet, dann ist das nur noch furchtbar. Ich ruf Papa an. Nee, mach das nicht. Doch, schon, dann müssen Papa anrufen. Nee, er wird wieder sagen, wir sind so dumme Kinder oder sowas. Wie können wir einen Hund verlieren? In der Tiefgarage von unserem eigenen Gebäude? Und recht hätte er. Ich glaube, die haben den Hund gar nicht verloren. Ich glaube, der ist freiwillig geflohen. Wirklich, der ist freiwillig ins Tierheim gegangen, fängt ein neues Leben an. Oder in so ein Hundeschutzprogramm. Der hat einen neuen Namen, der heißt jetzt nicht mehr Bello, sondern Wuff. Der hat sich von der Polizei günstig eine Espressomaschine gekauft und hat jetzt irgendwo eine Pizzeria. Das ist das neue Leben von dem Hund. Naja. Sollen die wirklich den Hund noch suchen? Ich würde mal in dem Radkasten vom Auto nachsehen. Ne? Würde mich nicht wundern, wenn die beim Zurücksetzen gedacht haben, boah, was holperte denn da so? Oh nein! Wieso haben wir Teppich im Radkasten? Alter. So, jetzt wäre Robert Geiss nicht Roberto Geissini, wenn er nicht direkt eine Lösung parat hätte, also nicht für das Problem, aber für den Fall, dass es noch mal auftritt, nachdem es gelöst wurde. Irgendwo muss der Hund ja sein. Hallo? Ja, ja, ja. Der Oskar, komm vorbei.
Nein, ich habe nicht aufgehangen. Ich höre nichts. Könnt ihr bitte aus der Garage rausgehen? Lass bitte Shania in der Garage suchen und komm du hoch. Damit du anständige Verbindung hast, ja? Okay. Die Davina flippt aus. Der Hund wird schon nicht weg sein. Wir müssen den Kindern als erstes mal erklären. So ein Hund, der braucht, da gibt es Halsbänder. Das habe ich gesehen bei diesem Martin Rütten im Fernsehen. Nein, wer guckt denn nicht gerne Martin Rütten? Das habe ich gesehen, das ist bei dem Martin Rütten. Halsbänder. Und es gibt sogar noch was, das nennt sich Leine. Verkauft Martin Rütten auch. Soll super gut gegens Weglaufen helfen. Vielleicht sollte er aber auch statt bei Martin Rütten einfach mal bei der Supernanny anrufen. Weil ich glaube, die Töle ist nicht das Problem. Ne? Aber... Könnte auch seinen Töchtern Halsband und Leine anlegen, dann würde der Hund auch nicht weglaufen.